Ja, unser Anspruch ist, Identitäten überall zu schützen, wo sie vorher nicht geschützt werden konnten. Wenn man dann Stichwörter denkt, wie zum Beispiel Service-Accounts, Command-Line-Interfaces, Air-Gap-Systeme etc. etc. Wir können diese Identitäten, die sich alle am Active Directory authentifizieren, schützen. Mit einer einzigen Lösung, sehr intuitiv. Und warum wir heute hier sind, hier ist die Elite der Identitäts, sagen wir mal, Experten heute hier. Und hier treffen sich alle, wir treffen hier unsere Kunden, unsere potenziellen Kunden, führen Gespräche mit vielen Kollegen aus anderen Bereichen. Letzten Endes geht es darum, für unsere Kunden die richtige Lösung zu finden. Und dafür sind wir heute hier. So today my session was on governing and managing privileged identity and IG together, why they should go together. So governing privilege is all about managing who has access to what and why, the most important piece. And the next piece of that is the privileged accounts. This is not just user accounts, this is service accounts. So we're talking about all accounts across the enterprise, your Internet of Things, your OT and IoT environment as well. So look at privileged identity and access management as well as identity governance together in one. Der MFA-Token ist stärker als je zuvor. Neue Angriffsvektoren wie künstliche Intelligenz machen es sehr wichtig, nicht nur die Organisation, sondern im Besonderen den Mitarbeiter, den User zu schützen. Deshalb setzen wir auch auf den phishing-resistenten User, der mithilfe des YubiKeys eine Vielzahl von Angriffsvektoren, die mit künstlicher Intelligenz gesteuert werden, abwehren kann. Wir freuen uns auch dieses Jahr wieder auf der EIC in Berlin dabei zu sein. Ist so wie ein kleines Klassentreffen. Wir treffen alle unsere Partner, Kunden und auch den Austausch mit den Analysten. Ist eigentlich sehr vielversprechend jedes Mal und auch immer ein schöner Austausch. Auch tief ins Technische rein und einfach ein guter Austausch mit allen Experten in der Branche. Ein Highlight waren die verschiedensten Vorträge auch zum Thema eIDAS. Das passt auch sehr gut zu unserem ID-Validator, wo wir auch das Thema Identitätsprüfung haben. Also eine tolle Konferenz wieder. So at EIC 2024, I'm thrilled to talk about the intersection of how we use this new wave of generative AI and our ethical approach to it. Really, how we use identity is kind of under attack with this new wave of technology, from biometric deepfakes to how we use it to create synthetic solutions for disinformation or misinformation, and ultimately using Gen AI on our behalf as our representatives. I'm trying to discuss how we can do that in a secure and ethical way that preserves true identity and thus true security. And I'm telling that story through one man's passionate love for Ravel's Bolero that he lost and refound over time. It's a exciting story, it's got music and visuals, and it's really helps us to think through this combination of ethics and generative AI here at EIC 2024.